Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe letztens einen Pullover gesehen, von dem ich wahnsinnig begeistert war und dachte, Mensch, den müsste ich doch auch irgendwie aus einem meiner Schnittmuster zaubern können. Das ist er hier. Ist ja fast eine Jacke schon. Den habe ich bei H&M gesehen. Und genau das ist daraus geworden. Und was ich am Schnittmuster verändert habe, das zeige ich dir heute. Viel Spaß beim Gucken. Ich habe mir als Vorlage mein neues Schnittmuster Ella genommen, weil das ja schon so einen schönen geraden Schnitt mitbringt und auch schon die Ärmel so in der Richtung hat, wie ich sie gern haben möchte. Und ich habe hier mir nochmal das Vorderteil genommen, weil das wird ja nochmal mit dem Überkreuzen extra zugeschnitten und angepasst. Und ich habe es mir, wie gesagt, nochmal extra ausgeschnitten. Dann habe ich auch für spätere Eskapaden nochmal alles so, wie ich es brauche. Und als nächstes habe ich mir die Hüfte unten notiert und dann noch die Taille, damit ich dann auch weiß, in welcher Höhe ich das Ganze kürzen möchte. Und ja, das ist ja ursprünglich eben die Kleiderlänge im Schnittmuster und das ist natürlich viel zu lang. Ich habe das mir erstmal so Pi mal Daumen ausgemessen, wie lange ich es haben möchte und dann zum Schluss nochmal Vorderteil und Rückteil miteinander angeglichen. Genau, hier unten einmal die Hüftlinie und darüber ist die Taillenlinie, die habe ich mir beschriftet. Da das Vorderteil ja so überkreuzt ist, brauche ich das Vorderteil im Prinzip doppelt, obwohl ich nur von dem Dreieck, was unten drunter ist, den oberen Teil zugeschnitten habe, damit das auch nachher aus diesem dicken Strickstoff einfach nicht zu schwer wird und nicht zu steif runterhängt im Gesamten. Und ich habe das Ganze so bis knapp unter die Taillenlinie zugeschnitten. Da kannst du so ein ganz normales Lineal dazu nehmen oder eben hier so ein Kurvenlineal, dann bekommt das Ganze ein bisschen mehr Weichheit. Weichheit ist auch ein Wort, ne? Aber dann wird die Naht oder die Kante etwas weicher geformt. Und wenn du das aber mit diesem geraden Lineal machst, funktioniert das genauso gut. Du kannst das ja nachher einfach so ein bisschen Kurve auch reinbringen, ne? Jetzt die obere Kante abschneiden und dann hast du auch schon die Vorlage für dein Vorderteil. Genau, ein Vorderteil, also das, was nachher oben drüber ist, das wird jetzt auch einmal im Gesamten zugeschnitten, also so wie hier. Und da das ja jetzt bei mir auch ein richtig dicker Strickstoff ist, nimm gerne etwas mehr Nahtzugabe. Also ich habe hier 2,5 cm genommen. Da der Stoff ja auch relativ schnell an den Kanten ausfransen kann und um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, nimm ruhig ein bisschen mehr Nahtzugabe. So, genau, jetzt habe ich mir hier nochmal eingezeichnet, bis zu welcher Höhe ich gerne das untere Dreieck haben möchte. Ne, das ist jetzt bis knapp unter der Taille. Und dann falte ich mir das Vorderteil einfach an der Kante und schneide das zweite Vorderteil jetzt noch einmal in der kürzeren Variante zu. Ich habe es hier fast ein bisschen zu kurz gemacht, also man hätte da unten locker gerne noch so 2 cm rangeben können. Wichtig ist, dass du es umdrehst und jetzt wirklich die andere Seite zuschneidest, ne? Also dass ich nachher auch die rechte Seite eben, dass das Vorderteil da gespiegelt ist. Und genau, jetzt schneidest du einfach noch ein kürzeres zweites Vorderteil zu. Bei dem Rückenteil musst du nichts angleichen, also bis auf die Länge, ne, wenn du das nachher kürzt. Also wird das ganz einfach im Bruch zugeschnitten. Und hier habe ich mir jetzt schon mal die Länge markiert, die ich eben haben wollte.
Genau. Und bitte einfach zuschneiden. Nun kommen wir zu den Ärmeln. Und die wollte ich unten ja gern etwas weiter haben. Also kommt mir die Form von den Ella-Ärmeln schon sehr, sehr entgegen. Ich werde unten aber kein Bündchen ranmachen, sondern einfach so eine richtig große Saumzugabe. Da habe ich jetzt 5 cm genommen, die ich unten ranmache. Das klappe ich dann nachher nach innen um und mache unten einfach ein Gummiband rein. Also einmal unten mit richtig viel Nahtzugabe zuschneiden. Wie gesagt, da muss einmal die Nahtzugabe fürs Versäubern ran, weil der Strick ja unten versäubert werden muss, einmal außenrum. Und dann eben so viel, dass es einmal nach innen umgeklappt und festgenäht werden kann und da ein Tunnel bleibt, wo der Gummi nachher rein kann. Jetzt, wo du alle Teile zugeschnitten hast, geht es ans Zusammennähen. Und wie du hier schon siehst, einmal habe ich alle Schnittteile außenrum versäubert und dann habe ich wirklich mit richtig viel Nahtzugabe zusammengenäht, damit mir auch wirklich nichts ausfransen kann und alles sicher ist. Also hier sind die Vorderteile jetzt rechts auf dem Rückenteil platziert worden und dann habe ich alles an den Schultern zusammengenäht. Jetzt hast du einmal den großen Ausschnitt außenrum und der wird jetzt auch gleich versäubert. Auch hier habe ich mit etwas mehr Nahtzugabe zugeschnitten, die ich jetzt einfach nach innen umklappe und mit einem elastischen Stich festnähe. Das ist jetzt einmal das kleine Vorderteil, dann geht es am Rückenausschnitt quasi rum und dann wieder an dem großen Vorderteil an der Schräge runter. So sieht das Ganze dann aus und ist auch innen schön. Nahtzugabe auseinanderlegen, damit es nicht zu dick wird. Wie gesagt, der Strick hier, der ist wirklich richtig dick. Das kannst du auch mit einem dünneren Stoff machen. Aber gerade hierbei ist wichtig, dass du die Nahtzugabe auch auseinanderlegst. Jetzt mache ich als nächstes hier unten gleich die Versäuberung des Ärmels. Das heißt, einmal die lange Saumzugabe umklappen und wieder mit einem elastischen Stich festnähen. Das kann da unten an der Rundung ein bisschen tricky werden, aber da kann der Stoff auch ruhig ein ganz bisschen gedehnt werden. Nachher wird das ja zusammengestaucht durch das Gummiband. Das fällt nicht so ganz auf. Geht aber eigentlich auch relativ einfach. Ne? So, das Gummiband muss jetzt hier zugeschnitten werden. Mach es nicht zu klein, denn je nachdem, wie dick der Stoff ist, bleibt unten auch ganz schön was übrig. Und ja, es soll ja nachher nicht zum einen zu eng sein, aber auch nicht zu locker. Und deswegen habe ich mich jetzt auch für diese Art und Weise entschieden. Denn wenn der Tunnel da jetzt dran ist, dann kannst du das Gummiband nämlich einziehen und dann auch mal die Weite testen, die du nachher brauchst, damit es eben auch gut am Handgelenk sitzt, aber eben auch so eng zusammen ist, dass der Ärmel unten eben auch gut abgeschlossen ist. Ne? So, jetzt fixierst du den Gummi, so dass er eben genau die Weite hat, die du brauchst. Und dann legst du alles gut aufeinander, also das Rückenteil und die Vorderteile rechts aufeinander. Und obendrauf solltest du dann das kurze Vorderteil auch auf jeden Fall haben. Genau. Und wenn der Gummi dann fest ist und fixiert ist, nähst du einfach alles einmal entlang der Seite zusammen, auf beiden Seiten, versäuberst noch unten den Pullover. Und dann ist er auch schon fertig. Und ich mag auch gerade dieses Puffige da unten sehr, sehr gerne. Also diesen Ballonärmel, ne? Auch ohne die Manschette. Und ich muss sagen, dass ich echt begeistert bin von dem
Ergebnis. Es kann sein, dass du es hier oben direkt am Ausschnitt nochmal so ein bisschen auch miteinander zusammennähen musst, die zwei Teile, falls es aufgeht. Du kannst das auch als Jacke natürlich machen. Also ja, ich liebe meinen Pullover und ich hoffe, dir gefällt er auch. Wenn du noch weitere Videos von mir sehen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du abonnierst, dann bitte auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!